Ja, moin moin und Metalman, lieben Freunde. Heute hat Rainer sein Part 2 des Podcasts rausgebracht mit dem Titel Kindergarten. Und ich bin irgendwie noch ein bisschen gespannt, was er da erzählt. Also habe ich mich dann doch entschlossen, darauf nochmal zu reagieren, obwohl der erste Teil natürlich absolute Grütze war. Aber wir schauen uns mal den zweiten Teil an und hören mal, was er zu erzählen hat. Wie beim letzten Mal mit meinem Hintergrundbild, weil es ja kein Video dazu gibt, nur ein Standbild von Rainer, da es ja ein Podcast sein soll. Heute schauen wir beim Spiegellord, der auch in der Videobeschreibung verlinkt ist, auch mit einem sehr passenden Intro. Hören wir mal rein. Metal Leute, Servus und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts. Heute geht es um das Thema meine Zeit im Kindergarten. Bevor wir jetzt groß irgendwie rumlabern und so weiter, werde ich einen Schluck von meinem Energy machen. Ich nehme das jetzt gleich im Anschluss auf. So, und ich möchte dann jetzt direkt loslegen. Okay, also Rainer hat den zweiten Teil direkt nach dem ersten Teil aufgenommen, was ich schon mal nicht gut finde, weil er beim ersten Teil schon komplett ohne Zeitstrahl gearbeitet hat und Sachen von Baby über Kindergarten bis zur Schule in einen Podcast geworfen hat, obwohl er nur auf die Zeit als Kleinkind eigentlich eingehen wollte. Das heißt, er hat jetzt zum Aufnahmezeitpunkt noch keine Kritik über den ersten Podcast gehabt. Das heißt, er wird daher nichts verändert haben. Er hat natürlich immer noch das gleiche Mikro, was halt eine Katastrophe ist. Und seine Aufmerksamkeit, die nachdem er den ersten Podcast aufgenommen hat, wird bestimmt auch nicht besser sein. Ich ahne Schlimmes. Also, meine Zeit im Kindergarten. Was gibt's dazu zu sagen? Zuallererst einmal wäre interessant zu sagen, dass meine Mutter unglaublich Angst hatte, mich in den Kindergarten zu bringen. Warum? Im Prinzip ist es recht einfach. Ich bin ein sehr, sehr introvertiertes Kind und auch ein sehr introvertierter Mensch gewesen. Teilweise bin ich das noch, teilweise war ich das speziell früher. Mittlerweile ist es oft so, dass man mich häufig als jemanden sieht, der ich eigentlich nicht bin. Viele denken, ich bin ein Mensch, der sehr viel auf andere Menschen zugeht, sehr viel über Sachen lacht oder auch von sich aus eigentlich über alles Mögliche redet. Hier einmal kurz eingehakt. Es gibt ja mehrere Typen von introvertiert sein. Ich habe das gerade auch nochmal nachgeschaut und es gibt den sozialen, den denkenden, den ängstlichen und den zurückhaltenden introvertierten Typ. Der denkende Typ ist selbstreflektierend und das bist du nicht, Rainer, also kann man das schon mal ausschließen. Der ängstliche Typ bist du auch nicht, denn die denken zu viel über Probleme nach und analysieren Pläne halt extrem genau, bevor sie sie umsetzen. Das bist du auf gar keinen Fall. Der zurückhaltende Typ ist halt gewissenhaft, auch wenn er eher zurückhaltend agiert, das sehe ich bei dir halt auch überhaupt nicht. Das Einzige, was man bei dir irgendwie sagen könnte, wäre vielleicht der sozial introvertierte Typ und das ist halt dem geschuldet, dass du jahrelang in der Schanze gelebt hast. Nach deinen Aussagen aber willst du ja nach draußen und unter Leute, kannst es aber im Moment nicht und konntest es zu Zeiten der Schanze halt nicht, deiner Aussage nach. Das heißt, dass das auch eher nicht zutrifft. Daher bist du vermutlich eher kein introvertierter Typ. Jetzt gibt es natürlich viele verschiedene Ansichten, aber ich würde nur nicht so einfach auf introvertiert schließen. Vielleicht liegt das auch eher an einer Depression oder an einer bipolaren Störung. Oder. Das kann ja tausende Gründe haben. Ich habe damals in meinem Gesundheitsvideo zu Rainer ja schon mal ein paar Sachen davon angesprochen und ich schätze eher, dass das ein psychologisches Problem bei dir ist, Rainer, als nur zu sagen, du wärst jetzt einfach nur introvertiert. Aber gut, ich bin ja auch kein Arzt. Hören wir erstmal weiter. Es ist richtig, dass wenn ich anfange zu quatschen, selten zu einem Punkt und Komma komme. Das merkt man auch, denke ich, in den Podcasts sehr gut. Fakt ist aber dennoch, dass ich eigentlich immer ein Mensch war, der sich für sehr zurückhaltend gehalten hat und auch sehr zurückhaltend war, vor allem früher. Mein Onkel hat mal über mich etwas gesagt, was ich damals und auch eigentlich heute, wenn ich erst an damals zurückdenke, sehr passend finde. Er sagte zu mir damals oder über mich damals, während ich daneben saß, der Rainer sagt eigentlich nicht sonderlich viel. Wenn er aber was sagt, dann sitzt es. Puh, das muss aber lange her sein, Rainer.
Und da sind wir halt bei dem Thema, das bei introvertierten Leuten eigentlich sehr ausgeprägt wäre. Die Selbstkritik. Du nimmst diese Aussage von deinem Onkel, nehmen wir mal an, sie wurde wirklich so getätigt, und du nimmst das auf dich und sagst, das stimmt so. Ein selbstkritischer Mensch würde das erstmal hinterfragen und dann sofort zu dem Schluss kommen, dass es bei dir halt überhaupt nicht zutrifft. Und Selbstkritik ist, wie wir ja alle wissen, bei dir komplett Mangelware und auch bei vielen, vielen anderen Themen nicht vorhanden. Damit war eine, es war eine Anspielung auf eine Aussage, die ich kurz zuvor getätigt hatte. Aber dazu komme ich ja anders mal. Das ist nämlich in der Schulzeit. Ich glaube, zwischen der 5. und 6. Klasse war das ungefähr. So, kommen wir zum Hauptpunkt und zum Hauptthema des Ganzen. Ich möchte mit euch heute darüber sprechen, wie man, wie soll ich das erklären? Ja, ich dachte Kindergartenzeit. Was gibt's denn da zu erklären? Ich möchte mit euch heute darüber sprechen, wie ich mich in meiner Schulzeit gefühlt habe und in meinem Kindergarten. Meine Mutter hatte damals Angst, mich in den Kindergarten zu bringen, das erste Mal, als ich in den Kindergarten sollte, weil, und ich zitiere sie Angst hatte, dass ich eine Szene machen würde, dass ich heulen würde, dass ich Angst haben würde, dass ich mich nicht von ihr trennen wollen würde. Die Realität sah dann irgendwie ernüchternderweise anders aus. Ich weiß nicht, ob sie es damals hart getroffen hatte oder nicht, aber es war damals so, sie hat mich in den Kindergarten gebracht und hatte damals dann, so, ich bitte um Entschuldigung, eine kurze Unterbrechung. Also, meine Mutter hat mich damals in den Kindergarten gebracht und meinte so über mich, ja, sie hatte Angst, dass ich halt anfangen würde rumzuheulen, dass ich sie nicht gehen lassen wollen würde und so weiter. Ja gut, das war dann ja irgendwann Mitte der 90er auf dem Dorf. Da war das noch so ein wenig anders als heute, dass vielleicht manch eine Mutter, die vielleicht etwas konservativer eingestellt war, nicht wollte, dass vor den Nachbarn dann eine Szene gemacht wird am Kindergarten. Ja, ist natürlich nicht richtig und sollte man natürlich zuallererst an das Kind mal denken und nicht an sowas. Aber könnte ich mir schon vorstellen, dass es damals wirklich so am ASB abgelaufen ist. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie ihre Realität damals so ausgesehen hat, ob sie es damals hart getroffen hat oder nicht. Fakt war auf jeden Fall, wie sie erzählt immer, oder erzählt hat damals immer, weil mittlerweile habe ich ja keinen Kontakt mehr zu ihr. Sie hat mich dahin gebracht und ich bin, nachdem ich anscheinend zwei Nachbarjungs, die ich aus der Nachbarschaft kannte, getroffen habe, bin ich sofort zu denen hingerannt und habe mit denen gespielt. Und ohne irgendwie noch ein Wort, ohne Tschüss, ohne alles, einfach dahin gerannt und einfach mit denen gespielt. So. Und das hat meine Mutter, glaube ich, damals ein bisschen hart getroffen. Ich weiß aber nicht, ob das der Fall war oder nicht. Ich weiß nur, dass sie das immer so erzählt hat halt. Und es kam immer mir ein bisschen vor, als würde sie sich darüber ein bisschen ärgern. Auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, ich erinnere mich an den Tag ganz verschwommen. Und ja, es ist richtig, dass ich da erst einmal dahingerannt bin. Aber um ehrlich zu sein, ich erinnere mich nur noch, dass ich mich dann dahingesetzt habe zu denen, die waren da, wenn man reingeht, um die Ecke. Also man geht da rein, hat man einen großen Raum. Da hat man links ein Regal, also man hat links und rechts ein Regal und da dazwischen kann man durchlaufen und da war ein kleiner Tisch, wo man sich hinknien konnte mit lauter Kissen und so. Als Kinder sitzt man sich ja gerne mal auf dem Boden. Ach Rainer, nun warst du auf einem so guten Weg, mal ein bisschen Substanz in den Podcast zu bringen. Und nun erzählst du uns, wo die Ecken und Wände im Kindergarten sind und wo du dann langgelaufen bist. Das interessiert halt niemanden. Bleib doch bitte beim Thema. Und da waren wir dann da gesessen und haben da, ich weiß gar nicht mehr, gepuzzelt oder irgendwas oder mit Bausteinen gespielt, irgendwie sowas. Und da waren eben meine zwei Nachbarskinder, die ich kannte. Und mit denen habe ich damals dann gespielt. Und ich erinnere mich daran, dass meine Mutter irgendwann weg war. Und plötzlich, als ich das dann realisiert habe, habe ich angefangen zu weinen. Das erinnere ich mich noch, weil ich mich irgendwie, plötzlich habe ich mich alleine gelassen gefühlt und total im Stich gelassen. Und ich weiß nicht mehr, wie ich mich damals wirklich gefühlt habe, weil das ist einfach zu lange her. Ich war damals ja erst 2-3 Jahre alt. Also ich weiß ja nicht, wie das in den 90ern war, aber heute gibt's ja so eine Art Eingewöhnung, wo man mit den Eltern oder der Mutter oder sonst wem dann halt das Kind langsam einführt in den Kindergarten, damit eben genau das nicht passiert. Gab's sowas in der Zeit noch nicht? Oder wollte Rita das einfach nicht? Naja, immer natürlich mit der Vorsicht, dass es Rainer uns jetzt hier erzählt und wir die andere Seite natürlich nicht kennen. Aber wenn das stimmen sollte, ist das schon ein ziemlicher Scheiß-Move.
Aber ich erinnere mich, dass ich damals halt wirklich Panik hatte. Plötzlich bin ich alleine. Wo ist die Mama? Was ist los? Und später in der Zeit bin ich dann zurückgekommen im Kindergarten immer wieder und da hat es dann irgendwann, ich habe das dann irgendwann realisiert. Was ich noch weiß, ist, dass das damals in der katholischen Kirche war. Warum erwähne ich speziell die katholische Kirche? Nun, ich bin eigentlich evangelisch. Ich habe keine Ahnung, weswegen, aber ich bin in einem katholischen Kindergarten gewesen, obwohl ich eigentlich evangelisch bin. Das verstehe ich bis heute nicht, aber vielleicht war damals der evangelische Kindergarten einfach voll. Das Interessante ist, dass wir in Emskirchen, und ja, ich war in Emskirchen im Kindergarten, wir hatten in Emskirchen drei Kindergärten. Und zu der damaligen Zeit wurde der Kindergarten gerade erst gebaut, in dem ich war. Beziehungsweise wir waren damals im Keller der Kirche, der evangelischen Kirche. Du warst im Keller der evangelischen Kirche im katholischen Kindergarten? Der war im Keller der evangelischen Kirche? Ach, Rainer, du machst es einem aber auch echt nicht leicht, irgendwas zu verstehen oder deinen Ausführungen überhaupt folgen zu können. Erklär doch mal in ein oder zwei Sätzen das alles ganz in Ruhe und schachtel nicht 15 Nebensätze mit ein, weil dir noch irgendein Detail eingefallen ist. So ist der Podcast doch wieder nur Grütze. Und danach kamen wir in Emskirchen oben in die alte Steige, da war dann der Kindergarten. Warum erwähne ich das jetzt? Weil ich weiß ja ganz genau, dass die Hater da wieder Rabatz machen werden. Hä? Wieso sollte ein Hater an deinem früheren Kindergarten Rabatz machen? Was sind denn da deine Gedankengänge, die du jetzt schon wieder hast? Ich schätze, das liegt wahrscheinlich echt an der Paranoia, die er ja erwiesenermaßen von einem Arzt bestätigt bekommen hat. Anders kann ich mir das wirklich nicht vorstellen. Ich erwähne das deswegen, weil das Ganze, dass ich im Kindergarten war, gut 20, 30 Jahre her ist. 20 Jahre weniger, 30 Jahre mehr. Also es ist gut 30, vielleicht 20, Quatsch. Es ist zwischen 30 und 28 Jahre her. So. Wie lange du nun dafür gebraucht hast, um uns das zu sagen. Es ist knapp 30 Jahre her. Das hätte gereicht. Im Endeffekt kam dabei dann raus, ca. 20 bis 30, 20 weniger, 30 mehr, also gut 30, vielleicht 20, ach Quatsch, es ist zwischen 30 und 28 Jahre her. Und gerade sagst du dann noch, wenn der Rainer was sagt, dann sitzt es. Merkst du was, Rainer? Dass ich im Kindergarten war. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, erstens mal arbeiten die Kindergärtner, die ich damals da hatte, eh nicht mehr. Das weiß ich deswegen, weil irgendwann vor 10, 15 Jahren war da mal das 20-jährige, ich weiß nicht mehr, wann das genau war, aber vor etwa 15 Jahren war da etwa das 20-jährige. Einfach kurz überschlagen, Rainer, im Kopf. Das ist doch nicht so schwer. Vor 15 Jahren war das 20-Jährige. Du bist 32. Das merkt man doch, dass das nicht passen kann. Oder vor 10 Jahren war das 20-jährige Jubiläum vom Kindergarten. Und wir als ehemalige Mitschüler oder halt als ehemalige Kindergartenkinder, die da damals das allererste Mal waren, wurden eingeladen, dass wir das halt nochmal besuchen. Ja, und wir sind dann damals halt alle da hingegangen. So. Es gibt noch Videoaufnahmen von mir und meiner Schwester sowie anderen Kindern, mit denen ich im Kindergarten war. Da gibt es verschiedene Videoaufzeichnungen, das weiß ich, wo wir als Kinder Aufführungen gemacht haben. Vielleicht wird irgendwann in 10 Jahren oder in 5 Jahren, wenn das mit dem Hate endlich mal aufhört, vielleicht kann ich die dann mal in Ruhe zeigen, ohne dass es gleich wieder Katastrophe gibt. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es diese Aufzeichnungen noch gibt. Ich muss dazu auch sagen, dass ich diese Aufzeichnungen nicht besitze. Ich weiß, wo ich die Aufzeichnungen herbekomme, wenn es dann soweit sein sollte, aber ich persönlich besitze sie nicht. Ja, und du bist nun der Meinung, dass die Hater den Kindergarten stürmen, damit sie sehen, wie klein Rainer dann Baum im Hintergrund der Kindergartenausführung spielt? Naja, wenn du das glaubst, dann glaub das mal. Also, ich glaub das nicht. Gut. Wir hatten damals nämlich als Kinder ein Sommerfest im Kindergarten und davon gibt es Videoaufzeichnungen. Ansonsten gibt es noch einige Bilder aus dem Kindergarten, auch einige, die ich habe. Ja, und es dürfte es eigentlich, denke ich, soweit sein. So,
Noch mal eine kurze Unterbrechung. Wie gesagt, wir wurden damals da eingeladen. Die Zeit im Kindergarten selber war merkwürdig. Also, ich erinnere mich an vieles, aber auch nicht an alles. Ich erinnere mich zum Beispiel an das Erlebnis, wie gesagt, dass ich eben geweint habe, nachdem ich festgestellt habe, dass meine Mama nicht mehr da war. Man muss jetzt auch dazu sagen, meine Schwester war zu dem Zeitpunkt noch nicht im Kindergarten. Ich bin ja 1,5 Jahre älter und dementsprechend bin ich ja auch 1,5 Jahre früher im Kindergarten gewesen. Wir waren damals im Keller der katholischen Kirche und was ich mich noch erinnere ist, Also doch katholische Kirche und nicht evangelische Kirche, wie du es vorhin gesagt hast. Ganz ehrlich, das ist halt auch so eine Sache bei deinem Podcast. Diese Widersprüche oder vermutlich dieses nicht geplante Verhaspeln. Wenn ich einen Podcast machen würde, würde ich ihn mir im Nachhinein nochmal die Aufnahme anhören. 1:1. Ob das Sinn ergibt oder ob ich mich da irgendwo widerspreche, wie du nun zum Beispiel. Du hast doch nun die Zeit. Wieso investierst du sie nicht darin, dass der Podcast etwas Qualität bekommt und du es etwas aufwerten könntest? Ich weiß nicht, ob wir das jeden Tag gemacht haben oder nur alle paar Tage oder nur einmal in der Woche. Auf jeden Fall erinnere ich mich, dass wir manchmal so ein bisschen Sportaktivität hatten als Kleinkinder. So. Und damals war es das so, dass wir damals als Kinder die Treppe hoch und wieder runterlaufen sollten, so ein bisschen so im Jogging-Stil, so, ne? So ein bisschen im Laufstil. Natürlich sind wir alles kleine Kinder gewesen. Ne? Ich erinnere mich nur noch, dass wir da hoch und runter gelaufen sind. Mir irgendwie auch irgendwie Sportklamotten anhatten oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr. Woran ich mich noch erinnere, ist. Moment, das war's? Kommt da nun keine Geschichte dazu? Du erzählst, dass du die Treppen hoch und runter gelaufen bist? Ich dachte, da kommt nun irgendeine Geschichte. Einer ist gestürzt und hat sich den Arm gebrochen und das hat dich dann irgendwie nachhaltig geprägt, weil du da Angst hattest in dieser Situation oder irgendwie sowas. Das wäre eine Story, die du in so einem Podcast mal erzählen könntest, weil das Einfluss auf dein Leben hätte. Aber nur zu erzählen, wir sind Treppen hoch und runter gelaufen? Okay, nächster Punkt. Ja, es ist schon ziemlich arm. Dass wir, ich weiß nicht, ein Jahr später oder so, kamen wir dann in die Kindergartengruppe kamen wir dann eben in den Kindergarten selber, weil dann das Gebäude fertiggestellt war. Und dann gab es das sogenannte Rotland und Blauland. Ich war damals im Rotland. Und ich erinnere mich auch noch, dass als ich in den Kindergarten gekommen bin, hatten wir ja eine Garderobe vom Kindergarten selbst, also vor der Ne, vom Spielraum, wo wir den ganzen Tag verbracht haben. Und damals war es das so, dass wir da die durften uns ein Tierchen aussuchen. Und ich hatte einen Marienkäfer. Das war quasi so mein Marienkäfer. Das war das Symbol, wo quasi, da stand mein Name und der Marienkäfer und da wurde quasi wurden meine Klamotten aufgehängt, also meine Jacke, meine Schuhe und so weiter. Wir im Kindergarten hatten wir Kindergartenschuhe, so also ne Hausschuhe halt. So. Rainer, was erzählst du denn da? Hat das irgendeinen Sinn oder sind das alles nur deine am Stück angereihten Erinnerungen von Situationen, egal wie unwichtig die nun sind? Daran erinnere ich mich noch. Das sind so kleine Details aus meinem Leben, an die ich mich noch erinnere. Später, als wir dann in den Kindergarten kamen, hatten wir eine gigantische Turnhalle. Die Kindergärtner hatten einen eigenen Bereich. Wir hatten das Rotland und das Blauland, wobei wir irgendwie das Rotland mochte das Blauland nicht, das Blauland mochte das Rotland nicht, aber irgendwie waren da doch alle gleichzeitig zusammen, keine Ahnung. War irgendwie ganz merkwürdig. Waren halt zwei Kindergartengruppen in einem Kindergarten. Wie das genauso abgegangen ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich weiß aber noch, dass wenn man reingekommen ist, gleich rechts war eine riesige Turnhalle. Da haben wir als Kinder viel gespielt. Da wurde auch geturnt und alles, keine Ahnung. Wenn man dann geradeaus weitergelaufen ist, kam rechts das Rotland und links das Blauland. Zu dem Zeitpunkt, wo wir dann übrigens so 10, 15 Jahre später dann nochmal da waren als Besucher, gab es dann irgendwie auch Grünland oder so. Da gab es dann irgendwie 4 Gruppen. Da waren es nicht mehr zwei, da waren es dann 4. Und wenn man nach hinten gelaufen ist, gab es links das Büro der Kindergärtner und weiter hinten, um zu genau zu sein, ganz hinten links, war dann ein riesiger, ich weiß nicht, ein riesiger Bereich für Kindergartentoiletten. Also da waren 5, 6, 7 Toiletten oder sogar noch mehr.
Es war ein riesiger Bereich. Vielleicht erinnere ich mich nur als Kind aber auch daran, dass es einfach so klar, so groß war, weil ich eben noch so klein war. Da wurden dann Zähne geputzt nach dem Essen und so weiter. Oh, danke, Rainer, dass du mir erklärt hast, dass der Raum ganz hinten links ist. Nun hast du mir wirklich weitergeholfen in meinem Leben und ich kann gestärkt in die restliche Woche gehen. Ironie aus. Ich weiß nicht, wie er darauf kommt, auf diese Weise einen Podcast zu machen, als ob das irgendjemand interessieren würde. Genau. Was ich mich auch noch erinnere, ist, dass ich in der Zeit, wo ich im Kindergarten war, absolut kein Interesse mehr am Mittagsschlaf hatte. Ich konnte mittags auch gar nicht schlafen. Für mich war Mittagsschlaf war für mich die absolute Katastrophe. Ich weiß aber nicht, ob das schon in der Zeit vom Kindergarten, wo wir unten in der Kirche waren, oder ob das... Hast du in dem letzten Podcast nicht gesagt, dass du lange Jahre als Kind immer sehr viel geschlafen hast, mehr als der Durchschnitt, und nun ist Mittagsschlaf aber für dich gar kein Thema mehr gewesen? Aha. Oder ob das erst kam, als wir dann in den Kindergarten in das neue Gebäude gezogen sind. Woran ich mich auf jeden Fall erinnere, ist, dass wir ganz selten, ganz, ganz selten, mussten wir manchmal auf unsere Eltern warten. Und mittags, so um 12 Uhr ungefähr, mussten wir immer einen Mittagsschlaf halten im Kindergarten. Ich konnte meinem Kindergärtner 1000 Mal erklären, dass ich keinen Mittagsschlaf halte, dass ich zu groß dafür bin. Muss man dazu sagen, wenn das ein 3-, 4-, 5-Jähriger sagt, ist das vielleicht ein bisschen lächerlich. Aber ich habe keinen Mittagsschlaf mehr gehalten. Schon Jahrzehnte nicht mehr. Schon Jahre nicht mehr. Also das letzte Mal, dass ich da Mittagsschlaf gehalten habe, an die ich mich erinnere, ja, an die erinnere ich mich gar nicht. Jahrzehnte nicht mehr. Nein, Jahre nicht mehr, sagt er über sein 4-jähriges Ich. Als Kind habe ich keinen Mittagsschlaf gehalten. Und es war meistens auch so, dass wir alle wir mussten als Kinder, wenn wir länger im Kindergarten geblieben sind, also manche wurden vorher abgeholt, dazu habe ich normalerweise auch gezählt, aber ab und zu hat meine Mutter es nicht rechtzeitig geschafft und kam dann erst um 12:30 anstatt um 12 oder kurz vor 12. Und dann mussten wir uns als Kinder zusammen mit den anderen, die länger da geblieben sind, in die Turnhalle auf so speziell für die Kinder vorbereitete Matratzen legen. Also wir hatten da Kindergartenmatratzen mit Decken und Kissen und die wurden dann da vorbereitet und dann durften wir da, dann wurden wir, mussten wir quasi da schlafen. Und es war halt für mich überhaupt nichts und auch für meine Schwester nicht. Und soweit ich weiß, auch für meine anderen Menschen mit Kindern, die ich damals kannte, keiner von uns mochte Mittagsschlaf. Und das war auch nicht einmal so, dass wir den gebraucht haben. Wir haben den, soweit ich mich erinnere, habe ich kein Problem damit gehabt, keinen Mittagsschlaf zu haben. Ich habe mich abends hingelegt und habe geschlafen bis morgens und bin morgens aufgestanden und dann bin ich wach geblieben bis abends und habe mich dann abends wieder hingelegt. Also ich hatte schon immer einen ganz normalen Schlafrhythmus. Ich hatte schon immer einen ganz normalen Schlafrhythmus. Aha. Also nicht nur, dass er im letzten Podcast gesagt hat, als Kind hat er extrem viel geschlafen, quasi die ganze Zeit. Nein, er sagt ja auch, dass er dann in den Jahren, als er in der Schanze gelebt hat, einen normalen Schlafrhythmus hatte. Und das wissen wir ja alle, dass das nicht stimmt. Was heißt schon immer? Später natürlich nicht mehr, aber es ist wieder ein anderer Hut. Wobei ganz normaler Schlafrhythmus hier auch wieder im Auge des Betrachters liegt. Okay, ich dachte, er revidiert es nochmal, musste aber wieder dazu sagen, dass es im Auge des Betrachters liegt, also er doch der Meinung ist, für ihn war das alles noch normal. Schade, Rainer. Hier hättest du mal die Chance gehabt, dich zu verbessern. Leider nicht genutzt. Gut, kommen wir zu den nächsten Punkten. Im Kindergarten hatten wir ursprünglich keinen Spielplatz. Das hat sich aber geändert, als wir dann plötzlich in den neuen Kindergarten gezogen sind, als das neue Gebäude fertig war. Ich erinnere mich, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ich erinnere mich, dass der Vater, ich glaube, eines Mädchens aus dem Kindergarten, für uns so aus, lass mich überlegen, aus so, ich weiß nicht mehr, wie die Pflanze heißt, aus so einem Astgewächs, hat er für uns, als wir Kinder waren, ein kleines Tipi-Zelt gebastelt. Und ich glaube, das steht auch heute noch, weil das ist nämlich einfach in den Boden gesteckt worden, das ist dann gegossen worden und es ist dann weitergewachsen. Man musste das quasi immer nur ein bisschen ausschneiden
Und das ist dann halt einfach von den Kindergärtnern oder von den Gärtnern, die sich um den Garten im Kindergarten gekümmert haben. Weil die Kindergärtner kümmern sich ja nur um die Kinder. Ja, da wurde das halt letzten Endes dann gepflegt und dann hatte das, glaube ich, bis zum Schluss auch noch seinen Wert. Ich habe echt Probleme, das noch durchzuziehen, die letzten 9 Minuten. Er erzählt einfach diese blödsinnigen Storys, was da passiert ist, anstatt das irgendwie auf sich zu beziehen. Und Rainer, wenn du das nicht kannst, weil du nicht die Infos dazu hast oder dich nicht darüber erinnerst, dann fang halt an einer Stelle in diesem Podcast über dein Leben an, wo du darüber sprechen kannst. Niemand interessiert ist, ob dann da ein Tippizelt stand. Was sollen wir mit diesen Informationen anfangen? Ernsthaft, das ist wirklich unterirdisch. Genau. Ich erinnere mich, dass damals so ein kleiner Steingarten auf dem Spielplatz war und wir haben dann auf den Steinen immer rumgeturnt. Das haben die Kindergärtner allerdings gar nicht gerne gesehen. Woran ich mich auch erinnere, wir hatten so eine Art Wasserrutsche, die war aber irgendwie nie wirklich an. Ich weiß nicht, da hat sich, glaube ich, irgendwann mal, ich erinnere mich aber nicht mehr daran, da hat sich, glaube ich, ganz am Anfang ein Kind verletzt. Und dann wurde das einfach nicht mehr gemacht. So. Aber im Prinzip war das halt einfach so, man konnte das oben anschalten. Das haben die Kindergärtner natürlich gemacht, das durften wir nicht machen als Kinder. Und dann hat man sich da hingesetzt, dann konnte man da quasi runterrutschen. So. Und da ist halt Wasser geflossen natürlich und unten ist so ein kleines Wasserbecken gewesen. Und im Sommer, wenn es zu heiß war, haben sie da das immer ein bisschen angemacht, aber man durfte da nicht mehr rutschen irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber irgendwie so war das. Ansonsten gab es halt verschiedene Spielplatzsachen. Zum Beispiel gab es so einen komischen Bagger. Da konnte man sich draufsetzen, da konnte man so ein bisschen im Garten, im Sand baggern. Es gab verschiedene andere Spielsachen, wie zum Beispiel, naja, alles, was halt Kinder so mögen, ne? So ein Bobbycar, da gab es so eine große Hütte, da waren die ganzen Spielsachen drin. Und die wurden dann halt da immer da eingebunkert. Und wenn wir dann rausgehen durften, so 2 Stunden oder was, durften wir rausgehen zum Spielen. Da waren die dann immer. Woran ich mich noch erinnere, war zum Beispiel auch der Gottesdienst, der für mich ganz schrecklich war. Wir hatten im Kindergarten immer Kindergottesdienst und halt so Religionsunterricht und so weiter. Ich erinnere mich nicht, dass wir Lesen und Schreiben im Kindergarten gelernt hätten. Woran ich mich aber erinnere, ist, dass wir immer am Morgen, glaube ich, immer zusammengesessen waren und uns vom Tag erzählt haben, vor allem am Wochenende. Da durfte immer der reden, der die Lesemaus hatte. Oder war das in der Schule schon? Auf jeden Fall hatte immer einer ein Kuscheltier gekriegt und der durfte reden. Und der hat es dann immer einfach entweder nach links oder nach rechts weitergegeben. Ja, Rainer, wozu machst du denn eine Unterscheidung in deinem Podcast, wenn du nicht mal mehr zuordnen kannst, wo was passiert ist? Ganz, ganz harter Tobak hier wieder. Und ja, also es wurde einmal ausgewählt, ob er es links oder rechts weitergibt. Und dann wurde es immer in die Richtung weitergegeben. Und ja, ich erinnere mich noch, dass man sich da immer in den Schneidersitz oder eben hinknien durfte. Und ich erinnere mich auch, dass ich mich nie gerne hingekniet habe. Wenn ich mich hingekniet habe, haben mir immer die Knie wehgetan. Immer. Deswegen habe ich irgendwann angefangen, mich in den Schneidersitz zu setzen. Ich habe mir ist dann gezeigt worden, wie das geht, von unserem damaligen Kindergärtner. Der kam damals dazu, das war so eine Art Referendar. Ich weiß nicht, ob das beim Kindergarten auch so heißt. In der Schule heißt es Referendar. Es war ein angehender Kindergärtner. Und der hat uns damals gezeigt, ja, du kannst dich so und so hinsetzen, das nennt man Schneidersitz. Und dann habe ich das so gelernt und dann habe ich das immer so gemacht. Rainer, wieso tun dir als kleiner Junge die Knie weh, wenn du dich hinkniest? Lag das schon am Übergewicht? Oder woran liegt sowas? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das normal ist, dass dir im Kindergarten die Knie wehtun, und zwar ständig, wie du sagst. Und habe mich dann auch jahrelang immer gerne so hingesetzt, bis ich dann irgendwann, als ich dann älter wurde und fetter wurde, war ich dann irgendwann zu ungelenkt dafür. Aber im Schneidersitz war ich immer gern gesessen. Genau. Ich erinnere mich auch noch, dass unser Kindergärtner geraucht hat. Und wenn wir dann draußen gesessen waren, hat er immer geraucht. Und wir haben als Kinder immer gefragt, kannst du auch Ringe rauchen? Ja, weil wir als Kinder waren total begeistert davon. Und er so, na klar. Und dann hat er immer so Rauchklinge geraucht. Es war übrigens damals der einzige Mensch, den ich kannte, der geraucht hat.
Ja, und wahrscheinlich fandest du das cool und hast den irgendwie bewundert und unterbewusst hat sich das bei dir eingebrannt, dass du dann auch irgendwann mit dem Puffen angefangen hast. Pseudopsychologe Ofi hat die Diagnose abgeschlossen. Ja, also nicht der geraucht hat, sondern es war der einzige Mensch, den ich kannte, der Rauchkringel rauchen konnte. Sonst kannte ich niemanden, der das konnte. Wenn ich heute darüber nachdenke, dass ich es selber kann, finde ich das irgendwie witzig. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Wie habe ich mich gefühlt im Kindergarten? Ha, das ist der Punkt, aus dem der ganze Podcast hätte bestehen sollen, Rainer. Im Kindergarten habe ich mich geborgen gefühlt. Anders als in meiner Schulzeit, in der ich dann viel gemobbt wurde, habe ich eigentlich im Kindergarten keine Erinnerungen daran, dass ich irgendwie gemobbt wurde oder verarscht wurde oder geärgert wurde. Ich weiß nicht, ob damals die Kindergärtner einfach mehr darauf geachtet haben und deswegen das schon im Keim erstickt haben oder ob ich einfach als Kind oder im Kindergarten einfach anders behandelt wurde von meinen Mitschülern. Woran ich mich aber erinnere, ist, dass es mit Mobbing erst losging, als ich in die Schule kam. Ich habe ja schon ein bisschen was erzählt, also ihr kennt ja noch viel, ja, ich habe ja schon viel erzählt von meinem Kindergarten, ne, so, was ich damals so erlebt habe. Ich weiß zum Beispiel noch, dass wir immer gerne, wir hatten drei Tische, wir hatten einen großen runden Tisch und zwei viereckige Tische. Ich dachte, du wolltest nun über deine Gefühle sprechen. Jetzt sagst du zwei Sätze und bist wieder bei irgendwelchen anderen Sachen. Ach Rainer, so wird das nichts mit deinem Podcast. Einen kleinen mit, ich glaube, 5 Plätzen und einen größeren mit etwa 7 Plätzen und dann noch den großen runden. Ich mochte den großen runden nicht. Ich habe mich immer am liebsten an den kleinen viereckigen gesetzt, beziehungsweise an den rechteckigen und dann an den viereckigen. Und da haben wir immer gebastelt, haben wir gegessen, wenn natürlich Essen gegeben hat und so weiter. Und woran ich mich auch noch erinnere, ist, dass es immer Pfefferminztee gegeben hat. Aber der Pfefferminztee war nicht süß. Der Pfefferminztee war immer bitter. Wir haben da keinen Zucker und keinen Honig und gar nichts rein und ich mochte das nicht. Das hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Ja, das wäre ja auch noch besser, wenn du im Kindergarten Getränke mit Zucker bekommen würdest. Dann trink halt Wasser, wenn du den Tee nicht magst. Und ich habe das nur getrunken, wenn ich unbedingt musste, weil ich halt einfach nichts anderes dazu gekriegt habe. Wir hatten aber auch oft noch mal so einen Apfelsaft oder einen Orangensaft oder so und die habe ich geliebt. Da habe ich immer, die habe ich regelrecht inhaliert. Ja, ja. Hauptsache, der Zucker kommt in den Körper. Damals wie heute hat sich nichts verändert. Genau. Und das sind so Sachen, an die ich mich noch erinnere. Es gab mal den Vater eines Kindes. Ich weiß auch, wer das ist. Ich kenne ihn auch heute noch. Und zu dem habe ich immer Dino gesagt. Dabei hieß er ganz anders. Und der war so, nein, ich heiße nicht Dino. Ich so, was, Dino? Und ich habe das nicht verstanden. Der hat aber anders geheißen. Ich weiß auch, wie er heißt, aber ich werde das natürlich jetzt aus bewussten Gründen nicht erzählen. Man muss dazu sagen, der Name war aber auch für ein Kleinkind nicht besonders einfach. Ne? Was gibt's noch zu erzählen? Anstatt diesen Podcast jetzt 10 Minuten lang zu machen, überlegt er sich nun wirklich jede Kleinigkeit, die er erzählen kann, egal wie unwichtig sie sind. Was soll sowas? Rainer, hast du verstanden, wie so ein Podcast laufen soll? Ich habe den Vater Dino genannt. Haha, krass. Was bringt deinem Zuhörer deines Podcasts diese Info? Kindergarten. Ja, ich denke, das dürfte es eigentlich ziemlich gewesen sein. Die Zusammenfassung müsste ich jetzt eigentlich soweit haben. Wie ich mich gefühlt habe, habe ich auch schon erzählt. Ich habe mich geborgen gefühlt, weil ich eigentlich keine... Ich erinnere mich an einen einzigen Streit im Kindergarten. Das war mit einem Kindergarten-Schulkamerad, also Kindergartenkameraden. Da haben wir hatten im Kindergarten den großen Raum und wir hatten eine zweite Ebene. Und wir sind manchmal hergegangen und da war oben waren immer so ganz, ganz, ganz lange Stoff... Polster. Und wir konnten diese Stoffpolster nehmen und konnten die Treppe runterlegen. Und dann konnten wir auf diesen Stoffpolstern so ein bisschen runterhopsen. Und das durften wir nicht, weil die Kindergärtner sich darüber immer beschwert haben. Aber wenn die Kindergärtner das nicht aufgepasst haben, dann haben wir das immer gemacht. Und ich weiß noch, dass ich dann da so runtergegangen bin, da auf diesen Stoffpolstern so runtergeguckelt oder was auch immer ich da gemacht habe, ich weiß es nicht.
Und dann erinnere ich mich noch daran, dass ich dann irgendwie mit dem zusammengestoßen bin. Der war auch nicht älter als ich, der war genau im gleichen Alter. Ich glaube, der war sogar ein kleines bisschen jünger. Und mit dem habe ich mich dann irgendwie gestritten und wir haben uns dann, glaube ich, auch ein bisschen geschlagen. Also, was heißt geschlagen? Kinder in dem Alter schlagen sich ja nicht wirklich. Die schubsen sich so ein bisschen gegenseitig und dann fängt einer an zu heulen oder beide heulen. Ja, und das war so ziemlich das Einzige, woran ich mich erinnere, dass es irgendeinen Streit gegeben hat. Ja, darüber hinaus gab es eigentlich keine größeren Probleme im Kindergarten. Ich erinnere mich noch an meine Kindergärtner. Die beiden werde ich wohl auch mein Leben lang nicht vergessen. Das waren zwei Frauen. Wir hatten zwischendurch immer mal Referendaren. Also vorausgesetzt, das heißt im Kindergarten auch so. Ich weiß es, wie gesagt, jetzt nicht auswendig. Ja, und darüber hinaus gab es eigentlich nichts wirklich, was man zu berichten hätte. Dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ist vielleicht jetzt nicht ganz so spannend. Vielleicht sind die nächsten Folgen interessanter. Aber sagt mir doch mal eure Meinung und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Drache. Haut rein und tschüss, tschüss. Katastrophe, wirklich. Ich verspreche euch, beim nächsten Mal höre ich mir den Teil vom Podcast erstmal alleine an und schaue dann, ob ich darauf reagiere oder nicht, weil das hier ist ja absoluter Müll. Müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Die Themen, die hätten interessant werden können, lässt er weg. Erzählt lieber davon, dass hinten links die Toiletten waren. Themen, die seine Fans sicher brennend interessiert haben. Naja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vor Pfingsten hören wir uns ja sicher nochmal wieder. Bis zum nächsten Video sage ich dann erstmal, Medal off, meine Freunde.